Servus und hallo, hier ist eure Anja von Die Frau am Grill und ich behaupte jetzt einfach mal, oder bin mir eigentlich ziemlich sicher, die nächste Party kommt bestimmt und ich habe ein weiteres Party-Topfgericht für euch. Es gibt Wurstgeschnetzel, das gelingt natürlich auch in der Küche, ich mache es hier auf dem Hockerkocher. Viel Spaß dabei! Partytöpfe gibt es ja viele, meistens mit Hackfleisch oder allgemein mit Fleisch, aber auch mit Wurst. Bei mir auf dem Kanal gibt es ja auch schon ein Wurstgulasch, unter anderem mit verschiedensten Würsten, aber auch eins mit Weißwürsten, also was ganz Besonderes. Wisst ihr was? Ich stelle euch einfach mal eine kleine Auswahl an Partytopfrezepten und das Video in die Infobox und da könnt ihr euch noch ein bisschen durchstöbern. Und jetzt schauen wir uns die Zutaten für unser Partywurstgeschnetzeltes an. Beginnen wir mit den Hauptdarstellern der Wurst. Ich habe für mein Partywurstgeschnetzeltes Bockwürste verwendet. Die habe ich von der Haut befreit, dann mal halbiert und nochmal der Länge nach halbiert und dann in feine Stifte geschnitten, ja, in so Streifen. Ihr könnt auch Fleischwurst oder Liona verwenden, ja, einfach eine Wurst ohne Einlage. Wobei ich könnte mir jetzt auch vorstellen, eine Wurst zu verwenden, eine Brühwurst muss es sein, mit Paprika oder von mir aus mit Champignon. Das müsste man mal ausprobieren. Aber ansonsten rate ich euch zu Fleischwurst. Eine Alternative wäre auch Leberkäse zu verwenden, weil den kann man eben in so schöne Stifte schneiden, wie man das eben vom Geschnetzelten auch kennt. Ja, das ist einfach so eine Spielerei, so eine kleine Abwandlung. Des Weiteren habe ich hier noch Paprika in feine Würfel geschnitten, Essiggurken kommen dazu, Zwiebeln und Knoblauch, Lauch, geriebener Gouda, Erbsen. Hier habe ich Kartoffeln in ganz kleine Würfel geschnitten. Weißwein kommt dazu. Wer den nicht mag, lässt ihn weg und ersetzt ihn durch Gemüsebrühe, die wir hier noch haben. Zum Anbraten der Zutaten habe ich noch etwas Sonnenblumenöl. Gewürzt wird mit Curry, Paprika, Salz und Pfeffer später. Und wir haben noch Tomatenmark und Schmelzkäse. So eine Sahne-Schmelzkäse-Zubereitung. Wird also schön cremig, bisschen gehaltvoll, aber auch nicht zu sehr. Und gesund auch, schön bunt und gesund. So, und jetzt legen wir gleich los, oder? So, der Dutch Oven heizt vor und beim Hockerkocher, da geht das ziemlich schnell. Da können wir jetzt schon mal ein bisschen Sonnenblumenöl hineingeben. Die genauen Mengenangaben befinden sich übrigens auch in der Infobox unterhalb des Videos, wie immer. So, im ersten Schritt werden Zwiebeln und Knoblauch im Sonnenblumenöl angedünstet. Warum brätst du eigentlich nicht als erstes die Wurst an, damit sie ihre Restaromen abgibt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das könnte man machen, aber das tut der Wurst nicht gut. Also die Röstaromen wären wahrscheinlich schon was, aber die Wurst wird dann so trocken. Ja, das könnt ihr mal ausprobieren. Ich habe auch schon von einem Zuschauer erfahren, der mal meinen Wurstgulasch nachgemacht hat. Und der hat die Wurst vorher angebraten und hat da auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ja. Die zieht sich vielleicht auch dann zusammen noch, oder? Ja, und wird so klein und trocken. Ja, und trocken. Die Konsistenz ist dann nicht mehr so schön. Also die Wurst kommt wirklich bei mir erst ganz zum Schluss hinein. Aber die köchelt dann schon noch ein bisschen mit, damit sie Geschmack abgibt. Natürlich, das schon. Ja, die darf sich ein bisschen erhitzen und Geschmack abgeben. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, das glaube ich. So, ich gebe jetzt gleich den Lauch noch dazu. Der darf auch noch ein bisschen weich dünsten. Jetzt habe ich es erst kapiert, was du gesagt hast. Du freust dich da drauf. Nein, du freust dich da drauf. Was ist denn das für ein Sammelsurium da hinten? Ja, das ist deine Krautsuppe, fleischlos, und dein Salat. Das von gestern und von vorgestern? Ja, nur noch einmal die Woche Fleisch. Boah. Hm. Aber ich friere dir was ein, okay? Dann darfst du es mal genießen. Ja, toll. Mein Kameramann, schalt es mir mal ein bisschen zurück. Bitte. Das wird mir zu viel Hitze. Vielen Dank. Die Paprika kommen dazu. So. So, dann gebe ich einen großzügigen Esslöffel Tomatenmark hinein und röste das Tomatenmark ein bisschen an. Mhm.
So, und für mein Wurstgeschnetzeltes habe ich mich, was die Gewürze betrifft, für Currypulver entschieden. 2 Teelöffel. Wir können natürlich auch andere Gewürze zum Einsatz bringen. Was fällt euch da ein? Wie würdet ihr euer Wurstgeschnetzeltes würzen? Man könnte ja noch ein bisschen mit Senf operieren, wäre auch was. Oder mit Chili. Bisschen Chili rein, damit es ein bisschen schärfer wird, wer das mag. So, ich habe hier Paprikapulver edelsüß. Ja. So, der Kameramann hat übrigens in der Drehpause noch eine gute Idee gehabt, und zwar könnte man daraus auch ein Veggie-Gericht machen, die Wurst einfach weglassen. Sehr gute Idee, Kameramann. Und wer es low carb möchte, der lässt die Kartoffeln weg. Aber ich mache das heute zu einem One-Pot-Gericht, gebe hier die gewürfelten Kartoffeln dazu und lösche das Ganze dann jetzt mit etwas Weißwein ab. Und gieße gleich mit Gemüsebrühe auf. Also flotter geht's ja kaum, oder? Ich gebe die Essiggurken hinein. Ein bisschen so ähnlich wie bei der Cheeseburger-Suppe. Also das macht sich in Kombination mit Wurst echt sehr, sehr gut, hier ein bisschen den säuerlichen Geschmack von den Essiggurken reinzubringen. Und Erbsen landen auch noch in unserem Wurstgeschnetzelten. So, und das Ganze darf jetzt erst einmal weich köcheln, bevor die restlichen Zutaten und das Wurstgeschnetzelte dazukommt sozusagen. Genau, haben wir alles, ja. Dann lege ich mal einen Deckel auf und lasse das Ganze 20 Minuten ungefähr köcheln, bis die Kartoffeln weich sind, bis sich die Aromen schön verbunden haben. Je nachdem, wie groß ihr das geschnitten habt, müsst ihr damit 20 bis 30 Minuten rechnen. So, sehr gut. Währenddessen ein bisschen aufräumen und dann geht's weiter. So, 20 bis 30 Minuten später wird verfeinert, sage ich mal. Jetzt lasst uns mal hier reinspitzen. So, sehr gut, oder? Dann rühren wir mal durch. Riecht sogar schon fleischig, obwohl kein Fleisch drin ist. Ja, stimmt, riecht herrlich, gell? Mhm. So was Feines. Und jetzt kommt ein Becher Sahne hinein. Wer fragt, ich nehme Schlagsahne, einfach eine süße Sahne. Ihr könnt auch saure Sahne verwenden. Das wäre auch nicht verkehrt. Oder Creme Fraiche als Alternative. Und außerdem schmelze ich diesen Schmelzkäse hinein. Herrlich. Da könnte man auch einen Kräuterschmelzkäse verwenden. So. Schön reingleiten lassen. So. Und zu guter Letzt schmelze ich noch etwas geriebenen Gouda hinein. Ihr könnt da eigentlich, was die Käsesorten betrifft, auch sehr kreativ sein nach Geschmack. Auch Cheddar könnte ich mir gut vorstellen. So, und jetzt erhitzen wir das ein bisschen, bis sich der Schmelzkäse und der Gouda aufgelöst haben. Und dann kommt der Hauptdarsteller noch dazu und wird ebenfalls kurz mit erhitzt. Die geschnittene Bockwurst hinein und so wird Wurstgeschnetzeltes draus. Achtung, Achtung. So. Das lasse ich jetzt einfach nur mal ganz leicht köcheln, nicht lang, und währenddessen kann man dann schon Petersilie schneiden. Was könnte man als Beilage servieren? Baguette, Nudeln, Reis, vielleicht die Kartoffeln dann weglassen. Das ginge auch. Ein bisschen untertauchen und dann natürlich noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und dann werde ich für euch probieren. So, jetzt aber Zeit zum Probieren. Die Wurst hat sich erhitzt. Ich habe jetzt noch nicht mit Salz und Pfeffer gewürzt. Ich möchte es erstmal probieren. Also ich finde, es sieht super aus. Mir gefällt es von der Konsistenz sehr gut. Ist nicht zu flüssig, aber auch nicht zu fest. Kann man schön löffeln.
Und es sieht gut aus, schön bunt. Zum Reinlegen lecker. Also Paprika macht sich gut. Ich probiere noch ein bisschen was mit Essiggurke. Hast du Kartoffeln sind schön weich. Ja, ich habe schon Wurst dabei gehabt. Also wunderbar sämig. Und die Bockwurst, die ist jetzt nicht ausgetrocknet. Ja. Also das macht sich wirklich besser, wenn man die dann nachher noch reinlegt. Also das ist von der Gesamtkomposition, das ist einfach wunderbar lecker. Ich finde auch die Curry- und die Paprikanote super. Aber wie gesagt, man kann auch andere Gewürze verwenden, aber auch andere Gemüsesorten. Und bei der Wurst, da könnt ihr auch auf andere zurückgreifen. Ja, ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt und das Video hat euch gefallen, gebt ihm einen Daumen nach unten, würde mich sehr darüber freuen, bevor ihr euch einen Daumen nach, um Gottes Willen, gebt dem Video natürlich einen Daumen nach oben, bitte, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, gut, dann muss es natürlich einer nach unten werden, dann soll es auch so sein, aber schreibt mir gerne dann unter das Video in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat oder eure Verbesserungsvorschläge. So, und jetzt freue ich mich, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wenn ihr das nachholt, ich blende euch was ein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Anja, macht's gut. Und am Montag wieder einschalten, wenn der Kameramann am Start ist. Mhm. Bitte. Ja. Mit Fleisch.